Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Packy. Ich habe gerade die Meldung gekriegt. Live-Modus. Im Live-Modus können deine Sims essen, schlafen, plaudern und ihr Leben leben. Unter deiner Kontrolle natürlich. Möchtest du das Live-Tutorial aufrufen? Okay. Was? Hä? Baumodus? Was soll denn der Scheiß, als hätte ich jetzt das Spiel zum ersten Mal gestartet? Seid ihr wahnsinnig? Gab es wieder irgendeinen Patch, oder? Was? Oder so? Gab's wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich gab es wieder irgendeinen Patch. Wir finden uns hier wieder in dem Chaoshaushalt wie beim letzten Mal auch schon. Denn hier geschehen ja Dinge. Das ist ja... da habe ich das glorreiche Bild von... das müssen wir mal gucken. Wir müssen mal das Bild hier auch entfernen. Das ist zwar echt hübsch, aber das kann ich jetzt da nicht lassen. Nee, warte mal, das müssen wir auch mal. Warte mal, wir müssen mal... Ach ja, ich wollte jetzt alles umhängen, ne? Und das kommt jetzt auch weg. So. Ich hatte ja gesagt, dass mir das nicht passt, wenn das da hängt. Und deswegen wollte ich das hier umhängen. Mist. Wo kriege ich denn das hin? Soll ich vielleicht bei Lotti reinhängen? Jap. Hallo? Hallo? Wo ist es? Das war doch da gerade noch. Hallo? Halt, das jetzt nicht um mir hängt. Eigentlich schon, oder? Wo ist es nur hin? Wo ist es denn jetzt hin? Backt jetzt wieder rum oder was? Oder was? Ist jetzt das wunderbar gezeichnete, gemalte Bild von Lea weg? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist das so, ja? Wo ist es? Gibt es zu. Irgendwo habt ihr es. Ha, das ist nicht. Und Lea hat es auch nicht auf Tasch. Lotti? Lotti, geh mal schlafen jetzt. Ich weiß, es ist früher Morgen, aber ein paar Stunden kannst du schon noch schlafen. Musst du nicht arbeiten. Ah, nee, sie hat ja frei. Warum schläft sie neben ihrem Bett? Sie kann doch bei Lea übernachten, oder? Sie kann doch auch bei Lea übernachten. Na gut, sie ist ja hier auch so ein bisschen bei Lea. Hm? Warum ist denn das nicht so in so einer High-Quality gemaltes Bild? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht so ganz, warum das nicht in einer höheren Auflösung gemalt ist. Weil ich meine, die normalen Bilder und die Fotos... Kriegen sie auch in einer höheren Auflösung hin. Das sind übrigens voll die hübschen Fotos. Das können wir echt mal weghauen, oder? Das tun wir mal. Das löschen wir mal raus. So, geht ja gar nicht mit diesem komischen Typen da drin. So, liebe Leute. So, meine Damen und Herren. Wir wollten ja noch, der frohen Erwartung sind wir, dass vielleicht... Kali, was hast du vor? Nicht, du brauchst nicht an Leas Rechner. Die will doch jetzt... Lea will doch jetzt da schlafen, Kali. Du hast doch unten einen eigenen PC. Mach doch das mal. Was wolltest du überhaupt machen? Karriere? Nee, nicht Job kündigen. Genau, schreiben. Genre Buchschreiben? Kinder. Ah, Fiona putzt. Das ist natürlich super. Fiona ist so eine fleißige, brave. Guck, mit dem können wir mal ersetzen, oder? Möchte ich jetzt nicht reparieren. Warum, Fiona, warum schrubbst du eigentlich das Klo von den beiden? Das soll doch mal der Jules machen. Name des Buchs von Kali ist nie die zahme Schildkröte und andere. Das erkennen wir. Ja gut, das klingt doch schon mal ganz gut. Das lassen wir mal so. Das soll ruhig so heißen. Vielleicht Vanessa, vielleicht 2 Stunden. Fiona muss doch auch gleich arbeiten. Vanessa, wann musst du arbeiten? 3 Stunden. Vanessa, du könntest mal, wenn du Bock hast, tatsächlich mal hier so einen Service arrangieren. Regelmäßige Haushaltshilfe. Das ist nämlich echt... Das wäre eine Sache. Das wäre richtig gut. Was wollt ihr denn immer alle oben bei Lea? Nein, du musst jetzt nicht Kunst durchsuchen. Fiona, wir haben hier mehrere Rechner. Ja? Du kannst auch gerne hier im Web
Kunst durchsuchen. So. Dafür gibt's das ja. Erst jetzt, was wieder alles kaputt machen. Dafür habe ich hier das Wohnzimmer gebaut, damit ihr da an die Rechner ran könnt, meine Lieben. So einfach wär's. Okay, Kali arbeitet heute von zu Hause aus. Ich würde gern Fionas Bude vielleicht irgendwann mal umbauen. Ich meine, so eine erfolgreiche Polizeianwärterin hier. Nee, was ist sie denn eigentlich schon? Wo steht denn das? Polizistin, ich meine, so eine erfolgreiche Jungpolizistin hier. Das ist mittlerer Dienst, würde ich sagen. Da sollte man schon ein bisschen mehr erwarten, sag ich mal. Komm, du kannst doch mal was malen, Vanessa, oder? Landschaftsgemälde. Los! Und kannst dich nebenbei mit Fiona ein bisschen unterhalten. 2 Stunden hat sie noch. Der Jules muss ja heute auch arbeiten. Der muss auch in 2 Stunden. Das wird mich ja massiv interessieren, ob das mit dem Kinderkriegen bei den beiden, ob das da geklappt hat. Das ist ja, das würde mich schon sehr interessieren. Lotti, was hast du vor? Lotti geht aufs Klo. Warum nimmt Lotti nicht ihre eigene Toilette? Ach, jetzt nachdem Fiona die geputzt hat. Warte mal, aber Lotti hat gar keine eigene Toilette, oder? Doch. Die hier unten hat Lotti eigentlich. Die sollte sie dann doch auch benutzen. Da war ich jetzt schon am Überlegen, ob ich Vanessa und Lotti hier vielleicht nochmal eine Gemeinschaftstoilette hinbaue. Aber naja, sie haben ja hier die unten. Die brauchen sich ja da keine teilen. Die Pflicht ruft. Wir gehen mit. Wir gehen mit Fiona und wenn wir zurückkommen, dann gucken wir mal, was bei den anderen Damen so geht. Und müssen uns mal so ein bisschen um die Familienplanungen hier kümmern. Ich habe ja auch immer noch vor, dass Fiona jetzt endlich mal, wie sagt man, unter die Haube kommt. Glaube ich, das kann man so sagen, oder? Ich glaube schon. Manchmal buggt der Sound dann auch total rum. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich dann da hier bin, habe ich gar keinen Sound mehr. Fiona ist zur Arbeit, zu einem Tatort gehen, auf Patrouille gehen. Ja gut, wir machen mal, Locke ist auch da. Ne, Eric Lewis? Hä? Der Neger. Was macht er denn? Ah, die Bianca ist dafür da. Komm, die müssen wir mal nochmal ein bisschen mit ihr reden. Theorien zum Fall diskutieren, gleich mal in der Früh. Mhm, der Kreuz. Wer ist Polizeichef? Bruno Braun. Naja, na gut. Alessia Offermann. Wen hätte ich denn jetzt noch? Die Bianca ist ja da. Wer ist noch Polizist? Der Frankl ist Polizist. Locke ist Polizist. Was kann ich, wer hier noch im Polizeidienst ist, von denen, die ich hier... Okay, ist egal. Fiona, wir müssen einen Fall zugewiesen bekommen. Oh, nein, nein! Ich will nicht auf Patrouille gehen. Aber warte mal, da können wir gleich mal wieder zurückgehen, oder? Zählt das denn jetzt schon als Karriere Dingenskirchens? Ich muss mir dann... Da habt ihr ja auch geschrieben, immer diese komischen Notizen angucken, die sich der Polizist da macht. Ich wollte aber eigentlich einen Tatort besuchen und nicht auf Patrouille gehen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Vor allem, was, hier hat's doch auch gar nichts. Wo zur Hölle bin ich hier? Was ist das für eine, da ist doch nichts. Hier kann man doch nirgendwo Patrouille gehen. Was, wie Marvin? Was für ein Marvin? Leute? Wo, da sind doch nicht mal Leute. Da hinten ist einer. Guck mal, wer kommt da an? Ist das besagter Marvin? Der kommt da hinten. Was ist denn das hier für ein Gebiet und warum sind da keine Grundstücke? Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Da ist anscheinend irgendwas neu, was ich noch nicht gesehen habe. Und hier gibt es ein paar neue Grundstücke leere, die noch zu bebauen gehören. Was ist denn da los? Wir gehen jetzt erstmal hier hin und gucken uns mal den Parkplatz an, den Park. Und schauen mal, ob hier wirklich alles nach dem Richtigen läuft. Wen haben wir denn da? Alexa Kreuz. Aha, diese Kreuzens, die sind ja ganz schön nervig. Ich meine, wir haben ja noch einen Marvin Kreuz. Nee, Marvin Krämer, Entschuldigung. Mal gucken, ob hier auf dem Parkplatz alles... Das können wir mal dabei ausgraben, wenn wir schon mal hier sind. Aha, was ist hier los? Das sieht so aus, als hätte das Kind was verbrochen. Das geht nicht. Gleich mal grob vorstellen. Und bei der Mutter auch. Ist das auch eine Kreuz? Das ist auch eine Kreuz. Nee, Kreuz. Kreuz. Aber die anderen, hä? Ist doch nicht Kreuz, sondern Kreuz, oder? Ja, Kreuz und Kreuz. Was soll denn der schmarrn? Was ist denn mit diesem Spiel los? Nee, komm, das graben wir jetzt nicht.
plaudere mich jetzt mit dir auch nicht. Mädchen, du bleibst jetzt erstmal stehen. Du gehst hier nicht auf Toilette, wenn ich das nicht erlaube. Nee, das kannst du schön sein lassen. Nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Schön stehen bleiben hier. Junge Dame, stehen bleiben, habe ich gesagt. Die ist verdächtig, die hat irgendwas, sie versteckt irgendwas. Guck mal, so läuft doch kein normaler Mensch. Fiona, du musst ein bisschen schneller durchgreifen. Du kannst nicht einfach da so hinterher traben. Taggeln, tingeln, tingeln. Bleib stehen, bleib stehen. Also wirklich Patrouille gehen, das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Genau so muss das sein, so löst man Fälle. Ja, und sie hat jetzt, sie ist an ihr vorbei. Jetzt wäre es an der Zeit, sie aufzuhalten und anzusprechen, Fiona. Nein, du bist schon, du, Fiona, du bist an ihr, sie ist hinter dir, Fiona. Du bist zielstrebig, aber an dir vorbeigelaufen. Perky. Da ist Perky. Perky hat bestimmt irgendwas, irgendwas hat Perky bestimmt irgendwie gemacht. Den müssen wir jetzt mal, scheiß auf das Mädchen, wir müssen Perky herbeirufen. Perky? Wieso geht denn das jetzt nicht? Herbeirufen, da. Der weiß bestimmt irgendwas. Ja, hi, komm mal her hier, Perky. Und du Mädchen, du auch. Bleib sofort stehen. Hallo. Ja, das ist Perky. Die hat irgendwas gemacht. Ja, ich hab überhaupt nichts geklaut, Alter. Ich mach Splatte, scheiß Bulle. Oh, jetzt flüchtet sie. Ja, hallo. Ich bin da mal weg. Und dann ist der Perky weg. Mit Bürgern plaudern. Ah, was ist mit dir? Hä? Ich bin hier eine Autoritätsperson. Ich habe Autorität. Was ist denn Autorität? Kannst du dich behalten, Alter? Brauchst mich gar nicht so anmachen. Ich bin Fiona. Ich habe immer eine männliche Stimme, wenn ich auf Patrouille bin und so. Was ist denn mit ihr? Die ist total verdächtig. Komm, die nehmen wir jetzt fest. Kann ich sie... Ja, ich soll erschrecken. Wäre schon mal auf jeden Fall gut. Was will sie denn immer da hinten mit dieser Caroline? Was, jetzt geht das wieder los. Fiona. Fiona. Hör auf. Fiona, sie ist hinter dir. Falsche Richtung. Fiona. Fiona, ich bitte dich. Bleib einfach stehen, Fiona. Ja, hier, sie steht da. Guck mal. Fiona, ich bitte dich. Kannst du sie bitte einmal ausschimpfen? Ja, du kannst ja nicht einfach so rumrennen, Alter. Und wir, du pinkelst hier auf dem Boden, ne? Ich hab dann ein Sandwich gegessen. Du lädst von den Käse. Ja, du hast voll krass große Schuhe. Red nicht so um meine Schuhe, ey, Mann. Mein Körper ist viel geiler als meine Schuhe. Oh Gott. Was? Die macht hier auf den Boden? Sofort festnehmen. Sie hat hier auf den Boden gemacht. Das geht ja wohl gar nicht. Das ist ja was... Ich glaube, es hackt. Ich glaube, Was soll das? Was ist los mit dir, Kind? Bist du wahnsinnig geworden? Du kannst dir nicht auf den Boden machen, das ist Beschädigung öffentlichen Eigentums, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja? Du Pisser. Du hast hier alles voll gemacht. Ah, du bist voll die gemeine Krabbe, ey. Ah ja, ich hab mehr Geld dazu. Ja, und meine Socken riechen irgendwie komisch. Oh Gott. Ey, Mann, ich hol gleich einen Panzer, ey. Wo ist eigentlich der Panzer, mit dem ich dir über die Fresse gefahren bin? Ach, komm schon, lass mich in Ruhe. Ah, du hast gestunken. Ah, ich mag dich nicht. Oh, sie ist wütend. Komm, können wir sie verprügeln? Können wir sie verprügeln? Ich will sie verprügeln. Ja. Man kann kein Kind verprügeln. Was für ein Scheiß. So. Ja. Ich mach dich fertig, Alter. Nee. So. Ja, ja. Anbrüllen. Nee, komm, ich glaube, es reicht, oder, Fiona? Ja? Nochmal, ja. Du holst jetzt neue Klamotten und dann das nächste Mal reiß dich mal zusammen, Mädchen, hier, ja? Wir gehen jetzt mal zurück zur Polizeiwache. Ich lasse das kleine Gör noch festnehmen. Die sind immer diese Straßenkinder hier, immer diese Gangster. Ja, jetzt ist sie ganz, jetzt ist so klein mit Hut, ne? Kommt, hör auf. Was, wer hat hier erlaubt, dass sie hier langlaufen dürfen? Das ist doch keine Langlaufstrecke. Oh. Wir reisen zurück. Also ganz in unsere inneren Mitte, beruhigt und entspannt, kehrt Fiona
zurück zu ihrem Einsatzort. Zurück in die Polizeiinspektion. Oder PI, wie man auch sagt. Auf jeden Fall ist Fiona entspannt und ausgeglichen. So betritt sie jeden Tag ihre Inspektion. So, und jetzt brauche ich einen Fall. Fallzuweisung erhalten. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wir werden ja wohl hier jetzt mal noch einen Fall. Ich meine, die Patrouille war gerade schon, also die Streife war richtig gut, richtig erfolgreich. Das hat gepasst. Sie müsste duschen gehen. Ich weiß nicht, ob wir, sollen wir schnell mal hier in der Dusche mal ein bisschen duschen? Sie ist also wirklich, sie ist gut gelaunt und frohen Mutes bei der Arbeit. Das ist natürlich, wir lassen die anderen mal fleißig arbeiten hier. Sie hat sichtlich Spaß daran, ja. Ja, sie freut sich. Ja, einen interessanten Job hat sie bekommen. Mit Kollegen über Theorien zum Fall diskutieren. Das können wir gleich mal mit unserem Chef machen. Das ist aber nicht unser Chef. Was macht der Streifenpolizist Markus Peters am Rechner vom Chef? Das ist nämlich nicht okay. Oh, guck mal. Alfonso mit Pam? Ich will aber mit der Bianca darüber reden. Mit Theorien zum Fall diskutieren. So, und dann lege ich gleich nochmal eine Fallakte an. So. Wie kann ich das machen? Wie geht das? Eine Fallakte anlegen. Legen Sie eine Verbrecherkarte für den aktuellen Fall an. Wie mache ich das? Fallakte anlegen. So, gut. Ich habe keine Zeit mehr, hier mit euch rumzuplaudern, hier. Pappnasen, ich löse hier richtige Fälle, ey. Kann aber nicht wahr sein. Bianca, du hilfst mir. Wir sind zusammen. Wir sind ein Duo. Wir sind die besten Partnerbullen, die dieses Polizeipräsidium jemals gesehen hat. Fiona hat eine Karte. Okay. Jetzt machen wir erstmal Fingerabdrücke. Von Verbrechern zur Erfassungsstation nehmen. Achso, okay. Nee, wir machen jetzt erstmal zum Tatort reisen, oder? Komm. Wir gehen jetzt erstmal zum Tatort. Hoppa. Wir schauen uns das jetzt erstmal an, was da passiert ist. Aber richtig. Ich glaube, da werden heute die ein oder andere Überstunde für Fiona drin sein müssen. Aber wir müssen es auf jeden Fall anschauen. Ich will wissen, was in dem Tatort passiert ist. Und wir sollten uns auf jeden Fall auch gewissenhaft mit dieser Arbeit beschäftigen. Wahrscheinlich wieder Graffiti oder sowas. Wahrscheinlich. Der Tatort. Ach, schon wieder das Haus von den Spencer Kims. Ah nein, ein leeres Haus. Mit einem Pool. Und da schwimmt jemand drin. Anne Bach. War das mein Todeshaus? Das war mein Todeshaus. Das ist das ehemalige Todeshaus der Pressers. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Und ich glaube, während wir hier sind, wird diese Frau noch sterben. Oh nein, sie ist entkommen. Verdammt. Komm, wir sollten sie befragen. Also es ist auf jeden Fall das ehemalige Haus der Pressers, wenn ihr euch erinnert. Hier haben wir schon Feten gefeiert, Partys gehabt und Leute umgebracht. Und ja, so sieht das nämlich aus. Seht ihr, das hier ist die Straße. Und das ist das ehemalige Haus der Pressers. Die aber jetzt hier nicht mehr wohnen. Anne Bach. Die Zeugin. Da haben wir noch einen Zeugen. Ja, ist schon wütend. Marvin Krämer, den haben wir doch vorhin schon gesehen, oder? Ich stelle erst nochmal ein bisschen... Was sollen denn die Spencer Kims? Sind auch wirklich an jedem Tatort? Das ist wirklich richtig verdächtig eigentlich. Wir schießen nochmal ein paar Fotos am Tatort. Gibt es denn noch Hinweise? Bis auf die zwei da draußen. Da kann ich noch einen Zeugenbericht aufnehmen. Ich glaube, sonst gibt es nicht mehr wirklich viele Dinge. Wer hat denn da jetzt rumgeknutscht? Haben die gerade geflirtet? Hat Gina Bach gerade mit Felix Jakob geflirtet? Was ist los? Seit wann ist Gina Bach denn eine Polizistin? Kannst du nicht nach Hause gehen? Du hast hier nichts verloren. Das sind die typische Donut-Polizisten. Ich würde gerne mal hier... Regt mich doch jetzt nicht auf. Was ist nur los mit euch? Ich muss Zeugenberichte aufnehmen. Weiteren Zeugenbericht aufnehmen.
Warum geht das hier nicht weiter? Weitere Zeugen, Hinweise am Tatort sammeln. Mehr. Aha, okay. Ich habe schon von allem Fotos geschossen, glaube ich. Da sind, glaube ich, sonst keine Hinweise mehr. Oder liegen da noch irgendwelche Sachen? Mehr Hinweise am Tatort. Ich glaube, da sind keine weiteren Hinweise hier, die ich finden kann, oder? Oder ist hier noch irgendwo was? Ich glaube nämlich nicht, dass da noch irgendwo was wäre. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus. Dann könnte ich ja nämlich in die Wache zurückkehren, oder? Ist hier noch eine Beschmierung oder sonstiges? Ich glaube nicht. Das Haus steht ja soweit auch leer. Umso eigenartiger, dass hier ein Verbrechen passiert sein soll. Nein, okay, ich kann ja nichts weiter machen. Dann würde ich mal sagen, wir kehren zur Polizeiwache zurück. Da kommen auch die ganzen Kinder. Yep. Dann würde ich jetzt gerne noch mal eine Stunde Überstunde machen. Ich habe nämlich noch Polizeiarbeit, Papierkram zu tun auf Arbeit, ne? Die muss auch erledigt werden. Erledigt? Habe ich erledigt gesagt? Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, ich habe erledigt gesagt. Ich weiß es nicht. Eine Stunde haben wir noch. Jetzt machen wir nochmal eben länger bleiben. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Mit Kollegen, aber tja, da muss ich mal jetzt... Könnt ihr bitte mal so einen Rechner frei machen? Ich muss jetzt dringend arbeiten. Ihr Penners. So. Oh ja, warte mal. Bianca, halt. Du bist doch meine neue Kollegin. Meine neue Busenfreundin und Polizeikollegin. Ich muss unbedingt mit... Warum kann ich nicht mit dir reden? Wieso kann ich mit jedem reden, aber nicht mit Bianca? Hat sie Feierabend? Geht sie gerade nach Hause? Das ist aber schade. Sarah Müller. Alle, was machen nur diese ganzen Kreuzen? Was sind das für Familien? Streifenpolizist. Mit meiner Kriminalbeamtenfreundin werde ich jetzt mal da mit ihr reden. Danach werde ich Beweismaterial analysieren. Ja, yep, zwei Stück habe ich. Und dann werde ich die Hinweise in die Datenbank eingeben. Dafür brauche ich dann nochmal einen Rechner, und zwar den hier. So. Zeugenbericht. Tatortfoto. Und da den Zeugenbericht. Okay, und los. Ja, jetzt musst du nur noch machen, was ich dir aufgetragen habe. So, die gute Sarah Müller, Kriminalbeamte. Ja, hier, pass auf. Wie hast du das gesehen, ne? In dem Haus da, wo die Pressers früher gelebt haben. Da war ich nämlich, das alles leer. Ja, Fiona, jetzt müssen wir da genau durch die Tür hindurchgehen. Und dann analysieren wir schnell ein paar Sachen. Während der Herr Kollege da mal wieder im Internet chattet. In seiner Dienstzeit. Der dienstbeflissene Polizist, der... chattet natürlich an seinem Arbeits-PC. Was soll er auch sonst tun, ja? Ich kann ihn verstehen. Und? Das Analysegerät da? Hört mal auf, hier zu tratschen und zu flirten und was? Was sind es immer noch dieselben Verbrecher eigentlich, ja? Oder gibt es da schon neue? Ute Lamperz. Nadja Löhrer. Immer noch Aaron Sommer. Alesha Weishaupt. Man hätte ja ruhig Männer und Frauen trennen können und in verschiedene Abteilungen sperren. Das fände ich jetzt schon relativ gut eigentlich. Guck mal, Vanessa ist nach Hause gekommen. Sie hat tolle Arbeit geleistet. Und der Jules auch. Gut, Fiona, was analysiert? Sehr gut. Oh, Hinweise zur Verbrecherkarte hinzufügen. Ich glaube, ich werde den Fall heute nicht lösen, hä? Ich glaube, das wird nichts. Ach, guck mal, wir müssen ab und zu noch ein bisschen was malen. Da hat Fiona noch den Lebenswunsch drauf. Kannst du jetzt mal da weggehen? Ich muss an den Rechner hin, du Penner. Du Blödi. Oh ne, guck mal, da ist ein Rechner frei. Da machen wir das erstmal so. Hinweise hinzufügen. So, und dann gehen wir an den Rechner. Und machen das. Zeugenbericht. Und danach machen wir das. Tatortfoto. Ich hoffe, wir haben noch die Zeit dazu. Und dann wird das ein gelungener Tag für Fiona. Und vielleicht wird sie dann schon befördert zu einer... Polizeihauptkommissarin. Na, sie ist ja noch normaler Streifenpolizist. Da muss sie ja noch irgendwie
der Rechner wieder belegt. Ihr wollt mich doch komplett verarschen hier, oder was? Das kann doch unmöglich euer Ernst sein. Geht doch mal weg jetzt. Wieso kann ich niemand vom Rechner wegschicken? Die sitzen doch eh... Das ist ja ganz furchtbar. Da sitzen alle... Alle Mitarbeiter, die es hier gibt in dem Polizeipräsidium, arbeiten überhaupt nicht, ja? Sondern sitzen an... Ist das der Frankl? Ja, der Frankl. Und sitzen an dem Scheißrechner. Oder tratschen. Und machen sonst nichts. Was soll der Scheiß? Ja? Ganz im Ernst, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn da noch hier irgendwie... Meine Güte, da muss man dann warten, bis einer weg ist. Und dann kann man das weitermachen. Das gibt es ja wohl einfach nicht. Das kann ja wohl einfach nicht wahr sein. Ich habe auch keine Zeit zu plaudern. Ich gleiche Hinweise ab, ihr Penner. Das dauert doch alles zu lang. Polizeidatenbank durchsuchen. So, komm, das machen wir noch. Los. Und danach machen wir auch den hier noch. Hinweise hinzufügen. Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, seid ruhig. Ich habe keine Zeit, mit euch zu tratschen. Es wird ja auch gearbeitet. Wir haben einen Mordfall zu klären. Oder einen Einbruch oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall in dem alten Anwesen von den Pressers ist was passiert. Verdammt nochmal. Immer diese Aufregung. Strafanzeige eines Bürgers aufnehmen. Was denn für ein Bürger? Hier ist nicht mal einer. Oh, da kommt... Oh, Chef kommt. Chef kommt. Schnell. Oh, da alle wieder gleich. Oh, rechne ich ja mal ein bisschen gerade. Oh, ich arbeite. Ich arbeite auch. Und der Frankl arbeitet natürlich auch. Der ist gerade erst zum Dienst erschienen. Beflissen wie er ist. Fiona hat einen Hinweis gefunden. Aha, Fahndung verfügbar. Ach komm, wir leiten eine Fahndung ein. Fahndung einleiten. Wen suchen wir denn, Fiona? Kannst du das machen? Mach mal. Oh Gott. Was machst du gerade? Ist es die Fahndung? Aber mein Arbeitstag ist doch gleich vorbei. Ist doch gleich Feierabend. Wir können doch nicht jetzt so hingehen. Ja, süßer und wohl der Verbrecher, hä? Ja. Ja, egal, jo. Feierabend. Servus. Ungefähr so läuft das in Bayern. Das ist so. In Bayern läuft das ungefähr so. Du machst irgendwas, dann kommen die Polizisten angefahren. Hey, hört mal auf mit dem Schmarrn da. Mach ja gar nichts. Ja, passt schon. Ja, Feierabend. Fahndung. Okay. Verdacht, Person verhaften. Fiona, du stinkst. Okay, wir müssen irgendwen befragen, wer es denn sein... Schicht beendet. Da hat der Verbrecher wohl nochmal Glück gehabt heute. Oh, guck mal, sie hat voll viel Sachen erhalten. Wurde verpfunden, ist die Polizeikadettin. Aha, sie verdient 10 mehr pro Stunde und hat einen Handtuchhalter, ein Wandregal, ein Regal, einen kalten Stuhl, Stinkmanns Werkbank, Wandbank, Spiegel, einen einsamen Schläfer, die undurchdringbare, 224 Simoleons, Leinwand, Edel und Stein, löcherige Zelltür, Wand, Recht und Ordnung, die unüberwindbare, die versuch's nicht mal. Ach so, das sind Boni. Okay, krasser Scheiß. Und verdient ja auch schon ganz ordentlich die Fiona. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen wir aus, was hier abgeht in dem Haushalt. Und ob es Nachwuchs gibt oder nicht. Und was sagt Peckys Liebesbarometer für auch die anderen Sims? Da gibt's ja noch einige Baustellen. Wir sehen's in der nächsten Folge.